Moin Leute, es ist wieder soweit wie Art Friday. Wir zocken heute Chromagun. Das Ganze wurde von einem deutschen Entwicklerstudio entwickelt. Shoutout an die Pixel Maniacs. Wir zocken heute Chromagun VR. Bevor es aber losgeht, hat meine Lieblingskollegin Anne für euch die VR News und den VR Release Überblick. Huch, da bin ich wohl im falschen Format gelandet. Naja, wenn ich schon mal hier bin, kann ich euch auch eben die Neuigkeiten mitteilen, wa? Wer brav die Live-Übertragung State of Play von Sony mitverfolgt hat, darf sich auf einige VR-Leckerbissen freuen. Der lang erwartete Action-Shooter Blood & Truth hat zum Beispiel endlich ein Erscheinungsdatum spendiert bekommen und ab jetzt kann der vielversprechende VR-Spaß auch vorbestellt werden. Auch Marvel-Fans haben auf dem Event dick abgeräumt, denn das Entwicklerstudio Camouflage entwickelt in Zusammenarbeit mit Sony und Marvel Games das ultimative Iron Man-Erlebnis exklusiv für die PlayStation VR. Um als Iron Man eure Repulsor-Gloves zu verwenden, benötigt ihr PlayStation Move-Controller. Aus dem brandheißen Ankündigungstrailer erfahren wir zudem, dass das Spiel noch dieses Jahr erscheint. Zudem ist jetzt endgültig Schluss mit den Gerüchten, denn mit No Man's Sky Beyond ist der VR-Support fürs Planetenerkunden nun endlich bestätigt. Im Ankündigungstrailer können wir bereits einige Gameplay-Ausschnitte bestaunen. Wann das Ganze jedoch genau erscheint, steht noch in den Sternen. Und weiter geht's mit den Releases. Mit Carve Digger werdet ihr zum waschechten Bergbauarbeiter. Rüstet euch mit gebrauchtem Werkzeug aus, springt in den Lift und ab ins tiefe Innere der Mine. Dort gibt es einiges zu entdecken. Wir wünschen euch viel Spaß beim Schaufeln und Hacken. Wer es kompetitiver mag, kann Gegnern in Space Junkies nun zeigen, wo es lang geht. Ein Jetpack-geladener Arcade-Shooter, in dem ihr als Spacer online entweder 1 gegen 1 Matches oder mit einem Partner 2 gegen 2 Matches bestreitet. Das Ganze findet in einer abgespaceden Umgebung statt und die Farben bringen ordentlich Feuerwerk in eure VR-Brille. Das war's auch schon von mir. Es geht zurück zu Emre ins Studio. Gorilla. Los geht's mit Chromagun VR, Freunde. Ich stürze mich komplett blind in dieses Spiel hinein. Ich weiß nicht so richtig, was mich erwarten wird. Hier geht's los mit Spiel. Auf jeden Fall haben diese Dinger hier, sind das die Worker-Droids? Einiges habe ich euch schon bei den vergangenen VR-News erzählt. Und das zeigt in diese Richtung, das heißt, wir werden uns mal dorthin begeben. Ja, ich habe schon in einigen Foren gelesen, dass Leute es mit einer Art Portal vergleichen, ein Portal für die PlayStation VR. Wie gesagt, ich weiß nicht viel über das Spiel, ich bin sehr gespannt. Das Ganze wurde entwickelt von den Pixel Maniacs, einem deutschen Studio. Support geht raus. Umso gespannter bin ich auf das Spiel jetzt und was mich erwarten wird. Ja, ich spiele das Ganze mit einem Zielcontroller. Könnt ihr aber auch mit einem gewöhnlichen DualShock spielen. Jetzt bin ich leise. Chromatech. Du bist hier, weil du einer der Besten bist. Nicht, weil du dringend 10 Mäuse brauchst und sich sonst niemand beworben hat. Wer sagt denn sowas? Bevor es losgeht, müssen wir deine Bewegungsfähigkeit testen. Hallo. Bitte lauf durch den Gang Richtung Ausgangstür. Die Ausgangstür ist die Tür am Ende des Ganges und sieht anders aus als der Rest des Gangs. Es ist schließlich eine Ausgangstür. Okay, das war eine sehr ausführliche Beschreibung einer Ausgangstür. Ja, ich wollte mir jetzt gerade den Attest abholen, um es Maurice zu geben, weil ich jetzt krank machen möchte, aber... Dann wollen wir mal. Ich habe fast noch... Das letzte Mal mit einem Zielcontroller habe ich tatsächlich bei Firewall Zero Hour gezockt. Das ist schon sehr, sehr lange her. So, mal sehen. Ihr kleinen Ganoven hier. Okay. Moin Jungs. Seid ihr böse? Seid ihr gut? Ich weiß es nicht. Warum müssen wir Richtung Ausgang, wenn wir doch gerade loslegen möchten? Aber hier steht schon mal Exit, das sieht gut aus. So. Farbanziehung. Worker-Droids werden von allen naheliegenden Wänden der gleichen Farbe angezogen und können zwischen ihnen aufgehängt werden. Allerdings ist das nicht besonders nett ihnen gegenüber. Okay. So, was haben wir hier? Weiß ich noch nicht.
Jo, Achtung. Sensationell. Bitte heb die halbautomatische Nanoacrylat-Projektilschusswaffe vor dir auf. Was für ein Ding? Sieht wohl da vorne unsere geile Chroma Gun. Her damit. Das ist die Chroma Gun, Patent ausstehend, von der du schon so viel gehört hast. Aber hallo. Nur ein Scherz. Natürlich hast du noch nicht davon gehört. Natürlich. Wir bei Chromatec wissen, wie man Geheimnisse für sich behält. Und du, geile Synchronstimme, solltest das auch. Schieß auf den Worker-Droid, um ihn aus dem Weg zu schieben und verlasse dann den Raum mittels der Raumverlasstechnik, die du im letzten Raum erlernt hast. Dein letztes Stündlein angeschlagen, du kleine süße Kugel. Das war putzig. Ach so, alles klar. Gelbe Farbe. Gelbe Kugel, raufgeschossen. Worker Droid geht an die gelbe Wand. Prinzip ist klar. Das wird bestimmt richtig fummelig später noch. Hey, du da. Soll ich nicht mal was ausprobieren? Wenn ich jetzt die Wand... Nee, die Wand kann ich noch nicht färben. Ah, okay. Diese Wände kann man nicht färben, aber die hier schon. Alles klärchen. Oh, schaut mal hier oben. Sind wir unter dem Meer? Jetzt müssen wir ihn auch noch abknallen, damit er gelb wird und sich vom Acker macht. So, hier steht uns keiner im Weg. Der Trigger. Trigger öffnen, mit ihnen verbundene Türen. Ein Trigger kann mehrere Türen öffnen und eine Tür kann von mehreren Triggern geöffnet werden. Axiom... Lese ich das gerade richtig? Ja, axiomatisch öffnen keine Trigger, keine Türen. Ob ich das verstanden habe. Sind das Worker-Droids, die jetzt anders aussehen, oder? Bitte lauf wieder Richtung Ausgangstür. Wir sind davon überzeugt, dass du nun alle Fähigkeiten besitzt, um diese einfache Übung beenden zu können. Einfache Übung. Oh Gott, ich hoffe, ich blamier mich hier später nicht. Okay. So, jetzt stellen wir uns das erste Mal doof an. Aber wir schaffen das bestimmt. Sehe ich eine Wand, die ich nicht färben kann? Achso, da vorne. Upsi. My bad, guys. Hab meine Lesebrille vergessen. Oh, weiter geht's. Okay, ich verstehe. Die gehen nicht ganz an die Wand, sondern halten sich in so einem Ding ab. Oh, da wird man sich nachher so viele Sachen merken müssen. Auf jeden Fall ein Spiel für Leute, die Rätsel mögen. Rätsel und Kniffeln und all der ganze Farben können gemischt werden. Wenn du im Kindergarten aufgepasst hast, weißt du Bescheid. Die Farbe der Chroma Gun ist eine eigens kreierte Mischung aus teilweise tödlichen, gefährlichen, radioaktiven Isotopen und bemalt jede Fläche, die nicht dazu entwickelt wurde, nicht angemalt werden zu können, inklusive Worker Droids. Angesichts dessen wäre es eine schlechte Idee, die Farbe zu schnüffeln, berühren oder daran zu lecken. Oh. Super, und wie wechsle ich die? Shit, was geht hier ab? Hey, du da, lass mich durch. Blub. Ja, zum Glück ist das Tutorial relativ einfach gestaltet.
Was heißt relativ? Es ist super einfach. Ich habe mich eben nur ein bisschen doof getan. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt drauf blind drauf loszocke, dass wir hier gar nicht vorankommen. Aber das ist bis jetzt zum Glück noch nicht der Fall. Ah, Farbanziehung. Worker-Droids werden von allen naheliegenden Wänden der gleichen Farbe angezogen und können zwischen ihnen aufgehängt werden. Allerdings ist das nicht besonders nett ihnen gegenüber. Ja, das haben wir jetzt auch. Das haben wir mitbekommen, dass das nicht nett den Kollegen gegenüber ist. So, du da. Weg. Kann ich den auch noch hier ranholen? Nee. Muss schon in einem anderen Raum sein. So, jetzt geht's aber los hier. So, ich muss... Aha! Sehr gut, Jungs. Macht mal Platz für Mr. Chromagan. Du kriegst noch zwei hinten drauf. Du da, hau rein. Ja, interessantes Spielprinzip. Habe ich so noch nicht wirklich gespielt. Wie ich vorhin schon erwähnt hatte, Portal habe ich damals verpasst, um ehrlich zu sein. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen, ob die Vermutung stimmt, dass sich das Ganze ein bisschen ähnelt. Trigger öffnen, mit ihnen verbundene Türen. Ein Trigger kann mehrere Türen öffnen, eine Tür kann von mehreren Türen geöffnet werden. Das habe ich schon mal gehört. Finde und stell dich auf die Türsteuereinheit. Jawohl. Sensationell. Bitte verlass die Steuereinheit nicht, um sicherzustellen, dass die Tür geöffnet bleibt. Okay, ich soll sie nicht verlassen. Ah ja, das haben wir doch richtig smooth gelöst. Sensationell. Du hast die Korrelation zwischen Steuereinheit und Worker-Droid erfolgreich verstanden. Mhm. Das macht dich intelligenter als 39% aller Testpersonen und 97% aller Testaffen. Ah ja, vielen Dank, dass wir schlau sind als ein Äffchen. So, du da. Komm. Ja gut, jetzt habe ich hier keine... Stell du dich mal dahin, bitte. Okay, the door is closed. Aber die hier ist offen. Hier sollte jetzt noch einer sein, den wir bewegen können. Ja, irgendwie finde ich die Worker Droids jetzt nicht so böse. Die helfen uns ja hier überall durchzukommen. Jetzt ist es ein bisschen tricky, habe ich das Gefühl. Lass mich das hier nochmal abchecken. Ach ne, die Tür ist offen. Da kann ich einfach reingehen. Auch ein super relaxendes Spiel, merke ich gerade. Angenehme Fahrstuhlmucke. Ja! Tödliche elektrische Wartungskacheln heißen nicht umsonst tödliche elektrische Wartungskacheln. Okay. Message angekommen. Die Anziehungskraft, die die Farbe der Chromagun generiert, basiert auf einer sehr komplexen Reihe mathematischer Vektoroperationen. Anstatt es also nicht zu verstehen, wenn ich es dir erkläre, Mathe. Probier es einfach aus. Okay, erstmal brauchen wir dich, Kollege. Okay, du kannst aber nicht... Oh doch, es geht so. Ah, okay, schau mal. Haben wir jetzt auch gelernt. Zwei nebeneinander, wenn in der mittlere nicht färbbar ist, teilt er sich das hier in der Mitte. Das ist super gut. Jetzt können wir hier durch. Jetzt machen wir mit dem hier das gleiche. Left side, right side. Jetzt würde er da rantanzen. Swear! Gibt's hier noch irgendwas? Nope, das ist hier so eine Zelle gewesen. Der Kollege hat noch ein bisschen ausgenüchtert. Weiter geht's. Keine Aufgabe, ist auch mal schön. Aha.
Schön wär's. Jawohl, mein Gedankengang ist richtig. Und der ist goldrichtig. Oh, das wird richtig komplex alles noch. Bin gespannt, ob mir das gefallen wird oder nicht, weil ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Mensch bin, der zu schnell aufgibt, aber keine Lust, Frust zu schieben. Farbfilternde Partikelwände. Ausschließlich Farbkugeln können Partikelwände passieren. Die Farbanziehungskraft wird von ihnen blockiert, ebenso wie Workadroids Menschen, die Chromagan selbst und Zähne. Okay. Ja, das habe ich eigentlich vorhin schon gecheckt, dass wir das nicht machen können. Im Gegensatz zu den vorherigen Räumen sind die Workadroids in den folgenden Räumen nicht deaktiviert, sondern im Standby-Modus. Ähnlich wie dir und mir gefällt es ihnen nicht, wenn man sie mit Farbkugeln beschießt. Bitte stör sie nicht. Sie sind zwar nicht dazu programmiert, dich bei Kontakt zu töten, werden es aber aufgrund minimaler Fehlkommunikation bei der Herstellung trotzdem tun. Okay. Achtung. So ist richtig, Junge. Good boy. Komm mit. Put, 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 put. Jawohl. Und da wirst du angezogen. Okay, auf die Kollegen müssen wir hier aufpassen. Stell weg hier. Ja. Workadroids Hinweis, je bösartiger ein Workadroid aussieht, desto bösartiger ist er auch. Seems legit, bros. Die Farbe der Chromagun kann gemischt werden. Wenn du dich an den Kindergarten erinnerst, sollte das leicht sein. Wenn du dich nicht erinnerst oder du nie im Kindergarten warst, gibt es ein Seminar über subtraktive Farbmischung für Kindergartenkinder im Anschluss an die Tests. Oh Gott. Ja, der nimmt uns hier gut auf den Arm, der Kollege. Übrigens, Leute, falls wir ab und zu mal wieder ins Studio schalten, die Lichter sind aus, da zu viel Licht einfach die VR-Brille stört. Diesmal habe ich auch ein paar Scheinwerfer ausgemacht, damit die Sensoren etwas fließender laufen. Was heißt fließender? Zu viel Licht ist einfach nicht gut für die ganzen Move- und Zielcontroller, das wisst ihr ja alle. So, habe ich jetzt zugehört? Ich kann hier das auch färben, sagt der Kollege. Okay, war der nicht schon rot? So, jetzt geht's aber langsam los hier. Schauen wir mal. Grün, zack. Diese Wand muss anders, zack. Das hier habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Jetzt mache ich dich. Okay. Da hinten ist die Tür kaputt. Schauen wir uns später mal an. Was ist das denn für einer? Oh, der sieht selten aus. Naja, da scheint irgendwas kaputt zu sein. Warten wir ab, bis der Mechaniker vorbeikommt. Oh, da hat einer keine Batterien mehr. Gelb. Oh, der Arme. Er läuft doch wie am Schnürchen, Leute. Alter, ist der böse. Ja, sehr gut. Ja, so am Anfang kommen wir sehr gut durch. Ich denke, damit werdet ihr auch keine Probleme haben. Aber wie gesagt, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen. Farben. Ja, die Farben können jetzt gemischt werden. Alles Gleiche.
Wollen wir mal unsere Chroma Gun upgraden? Um den Test, nimm die verbesserte Dreifarb-Chroma Gun vom Boden auf, da du ohne sie die folgenden Räume nicht lösen können und schlussendlich verhungern würdest. Kreisdreieck und Viereck, wie sie hier angeordnet sind. Ändern auch die Farben der Chroma Gun. Jetzt wird's interessant. So, we need yellow. Zack. Mhm. Rot. Und der hier wird wahrscheinlich blau sein. Easy. Farbanziehung. Okay, die Texte werden ab und zu wiederholt. Das sind wahrscheinlich nur kleine Reminder an uns. Ah, okay, ich verstehe. Machen wir dich mal blau. Oh, 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 was habe ich denn gerade gemacht? Wir kommen das erste Mal in Trouble. Okay, was mache ich denn, wenn der Kollege jetzt so doof ist? Ich wollte das nicht. Ich nehme dir auch nie wieder das Pausenboot weg. Lass mich in Ruhe. Ah, rennen wir halt eine Runde weg. Der muss rot werden. Lass mich doch einfach. Ah! Ja, okay, ich glaube, das bedeutet, dass wir es leider verkackt haben. So, auf ein neues. Da ist der böse Dude. Den müssen wir doch jetzt einfach rot machen, oder täusche ich mich? Warum ist er denn schwarz? Warum bist du schwarz? Ich will gerade nur mal ein bisschen ausprobieren. Ah, okay, super, ich hab's geschafft. Jetzt muss ich das hier nur noch umändern. Dann geht der Kollege rüber. Super. Ah, ich vergesse das. Das ist orange und nicht rot. Dass man die Farbpaletten auch alle mischen kann. So, und das möchte das Spiel jetzt auch von uns. Einmal blau. Einmal rot. Er gibt lila. Oh Gott, ich musste gerade echt kurz drüber nachdenken. Welche Farbkombination lila ergibt? Ja, das ist jetzt doof. So künstlerisch begabt bin ich nicht, was Malen angeht. Okay, Homie. Also. Wir werden dich blau machen. Damit du jetzt aber etwas hier rangezogen wirst. Ja, manchmal gehört auch einfach mehr Glück als Verstand dazu, Leute. Diese Szene hier lasse ich komplett unkommentiert. War alles gewollt. So, Homie. Lila. Nein. 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 Ja, okay, das Problem ist, sobald ihr einmal missgebaut habt, könnt ihr es nicht mehr so leicht rückgängig machen.
Ich habe jetzt hier nicht richtig missgebaut. Ich bin nicht gut im Farbenmischen. Ich bin einfach nicht gut darin. So, lila kriege ich noch hin. Oh, scheiße. Das zählt doch als lila, komm schon. Dann warte, ich habe noch eine zweite Chance. Hier habe ich gerade, ich habe gelb reingeballert. Ich brauche blau und ich brauche rot. Jetzt mache ich das Ganze hier nochmal. Und somit habe ich meinen Fehler wieder gut gemacht. Zweite Chance. Oh, ich bin auch so doof. So oft schon lila gemacht und jedes Mal vergesse ich es. Was gibt es denn da? Geht's hier raus? So, Kollege Schnürschuh. Also. Was mache ich denn mit dir? Dich muss ich grün machen. Hatte ich gerade blau und gelb. Hehehehe. Sehr gut. Komm, das hier probiere ich noch und danach machen wir auch Schluss. Ich habe 3 Worker Droids. Ich habe eine Station, 2 und 3. Also, den hier, die Wand muss grün. Ergo, blau und gelb. Tschatsching. Den Kollegen hier muss ich lila machen. Das habe ich jetzt oft genug gemacht. Blau und hold on boy, rot. Super. Und zuletzt orange. Der Kollege ist schon rot, also gebe ich ihm noch einen schönen Gelbstich. Boah, ich dachte gerade, er will mich wieder angreifen. Sehr gut. Und wir haben es wieder geschafft. Beziehungsweise ich probiere es jetzt mal so lange, bis ich nicht weiterkomme. Damit ihr auch schön in die Kommentare schreiben könnt, wie doof der Emre ist, dass er hier nichts schafft. Alle sind hier viele, was mache ich denn mit denen? Brauche ich alle gar nicht, oder? Ja, das war bis jetzt der schwierigste Raum. Und wir lassen es einfach mal bei 100% und ich springe raus aus der Kamera. Denn das war, denke ich, genug Einblick in Chromagun, bevor es allzu schwierig wird und ich mich hier vor euch blamiere. Ja, ihr Lieben, das war Chromagun VR vom deutschen Entwicklerstudio Pixel Maniacs. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Und ja, ich weiß, ich bin ein kleiner Feigling, weil ich kein fortgeschrittenes Level gemacht habe. Ich wollte euch aber einfach nur einen kleinen Einblick in Chromagun VR gewähren. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein kostenloses Abo da, um in Zukunft keine neuen Videos zu verpassen. Ich bin wieder raus, wünsche euch das beste Wochenende eures Lebens und wir sehen uns in den nächsten Videos. Macht's gut! Boom, 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 boom.